weiter. Hier auch ein sehr schönes Beispiel für unsere sehr schmackhafte Einrichtung. Ich bitte zu beachten die Ornamente und den teuren Stoff. So. Der nächste Raum. Da wären wir wieder. Wir sind einmal im Kreis gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Gut, wir sind aber immer noch auf der Suche nach dem Ankleidezimmer. So. Oh, da ist ein Buch. Der Legende nach waren die Könige Tibets die Söhne des Himmels, die durch Seile mit dem Himmel selbst verbunden waren. Nach ihrem Tod zog ein himmlisches Wesen ihre leblosen Körper dann nach oben. Aha. Oh, auch eine sehr teure Vase, die, ja, von unschätzbarem Wert ist. Das sieht man schon allein daran, dass sie sich nicht kaputt machen lässt. Gut. Wie Charles Kane in seinem Buch über den Eisernen Vorhang schreibt, wurde die Durchsetzbarkeit eines außenpolitischen Isolationismus in der Geschichte mehr als einmal widerlegt. Ich weiß nicht, ob das den Zuschauern gefallen wird, dass ich hier so viele Bücher vorlesen lasse. Irgendetwas fehlt. Da meine Videos zunehmend an Niveau verlieren, ist das eine willkommene Verbesserung des Niveaus. Nein. Insofern wird das vorerst beibehalten. Geschlossene Türen mochte ich noch nie. Ja, die mag ich auch nicht. Und dafür brauchen wir etwas anderes. So, und deswegen machen wir jetzt... hey, oh, das war sehr gut. 10 Punkte für die Landung. So, wir begeben uns nach unten auf schnellstem Wege. Und sind immer noch auf der Suche nach dem Umkleidezimmer. Wobei ich vermute, dass sie eher einen begehbaren Wandschrank hat. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, da drüben das Turnzimmer. Ja, sehr schön. Da wir stets auf die Gesundheit unserer Käufer bedacht sind, haben wir natürlich eine sehr weiträumige und ausgestattete Sportanlage integriert, in der sie ihren Leib auf Gedeih und Verderb trainieren können. Verderb würde ich Ihnen eher nicht raten. Sie sehen auch mit sehr schönem Springbrunnen, der momentan nicht funktioniert, da wir noch kein Wasser haben, aber das wird noch behoben. Gut. So. Hier bitte ich auch die sehr schönen Buntglasfenster zu beachten. Sehr, sehr schön. Das meine ich ernst. Diese Tür... Oh! Na? Wen haben wir denn da? Hey James, mach mir einen Kaffee! Okay, daneben nicht. Er folgt mir gar nicht. Sie haben aus dem Zweier gelernt. So, wollen wir sehen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, außer Schattenfehler? Das sieht mir hier doch... Obwohl es auch andere Fallen mit ähnlichen Mechanismen gibt, geht die Perfektionierung des Fangeisens auf die Ägypter zurück. Das Fangeisen? Ich glaube, damit meint die... Wo sind wir hier? So. Dürfte ich Sie nun im Schlafgemach willkommen heißen. Es ist zweigeteilt. Hier sehen wir den sogenannten Vorraum, den Eingangsraum. Stilecht eingerichtet mit romantischen Kerzen. Wer das braucht, der hat's eben. Hier hinten hätten wir ein sehr großes, sehr schönes, rustikal gehaltenes Himmelbett. In dem Sie allerlei Schabernack treiben dürfen, können, sollen. Je nachdem. Nur durch das Wissen um unsere Geschichte können wir aus der Vergangenheit lernen. Ein sehr gutes Zitat. Sehr gutes Zitat. Es ist hinlänglich bewiesen, dass die Eskimos früherer Zeiten äußerst detaillierte Elfenbeinkarten ihrer Küsten und Jagdgewässer anfertigten. Ist es? Das ist mir eher neu. Pink ist das Schwarz von heute. Ja, das stimmt. Das eher. Ja, irgendwie schon. Ja, doch. Doch, ja. Muss ich leider zustimmen. Ja. Nun begeben wir uns in den angrenzenden Raum.
Aha. So, hier wären wir also in ihrem begehbaren Kleiderschrank. So. Ich ziehe mir etwas anderes an. Ja, und dafür bin ich auch. So. Ziehen wir uns mal so um. Ah, Legend. Aber ich mag's nicht. Ich mag's nicht wirklich, vor allem in Sachen Schminke oder so. Meine ich das bloß, oder sieht es hier so mega düster und schwarz aus? Ich ziehe mir etwas anderes an. Ja, immer diese Geste. Sehr schön. Da hat man sie jetzt. Ein bisschen dunklere Farbe in der Augenpartie und Schatten sind extremer gezeichnet. Also Lidschatten etc. Das Sportoutfit. Aha. War sehr sexy. Das wird viel... Oh, ich gleich wieder umziehen. Nicht jugendfrei. So. Goldfinger. Na, das hat doch was. Das behalten wir jetzt ab. So. Hört ihr diesen Sound? Wie? Oh, toll! Haha, klasse. Einfach klasse. Und Gilead wusste, dass sich das Räderwerk seines Herzens nie mehr drehen würde, als er seine Liebe opferte, um das Reich, für das er gekämpft hatte, zu retten. Da wird wohl Band 3. Ja, lass mich jetzt mal ausreden. Da wird wohl unser Zahnrad reinkommen. So, wir betätigen die Schalter. Ziehen Dolche, beziehungsweise, ja. Tada! Was haben wir denn da? Das ist die Besitzurkunde. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Besitzer dieses Hauses und haben ein Tagebuch gewonnen. Ich frag mich, ob Winston darin gelesen hat. Öffnen Sie das Objektmenü. Ja, das geht wie? Ah ja, nein. Tada, Tagebuch. Medusa, eine schreckliche Kreatur der griechischen Mythologie. Laras Gedanken. Tolle Gedanken. Gut. Somit hätte ich all das gezeigt, was ich zeigen wollte. Und werde noch kurz diese Outfit-Auswahlfunktion auf Herzmieren prüfen, indem ich kurz ins andere Level gehe. Dazu bräuchte ich jetzt aber erstmal einen Kontrollpunkt, weil ich nicht sicher war, wo der letzte war. Aber ich glaube, nach einem Outfitwechsel wird sowieso gespeichert. Das neue Kaliber 50 Projektil ist ein Vollmantelgeschoss mit extrem hoher Mündungsgeschwindigkeit und Stoppwirkung. Aha, das ist gut. So. Tada! Burn in hell. Da siehst du. Pistole im Anschlag, obwohl sie gar nicht. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, cool aus. Tadam. Ich schieße mit meinem Bein. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Interesse an dieser hervorragenden Immobilie haben, melden Sie sich bei mir. Überweisen Sie $1 Million und denn der Dollar ist momentan etwas besser da als der Euro. Und dann wünsche ich viel Vergnügen mit Ihrem neuen Zuhause. Lara Croft gibt's leider nicht dazu. Sorry, Jungs. So. Gut, okay. So viel zur Besichtigung und jetzt schauen wir mal, ob das Outfit auswählen in den Levels bleibt. Leider nicht. Das ist sehr schade. Aber ich habe im Internet gesehen, dass jemand mit modifiziertem Outfit gespielt hat. Und das Umziehen ist auch wieder weggekommen. Das ist merkwürdig. Das ist höchst merkwürdig. Dann geht es scheinbar doch nur, nachdem man das Spiel einmal komplett durchgespielt hat und dann kriegt man einen Modus, also, dann kann man es eben nochmal spielen.
um auf Artefaktjagd zu gehen im Prinzip. Und da kann man dann meines Wissens nach mit Outfits spielen. Ansonsten nicht. Gut. Ich ziehe mir etwas anderes an. So. Lara zieht sich jetzt ihr sexy Sportoutfit an und geht mal in die Trainingshalle, um für unseren nächsten Abenteuerausflug gerüstet zu sein und fit und voll in Form. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche alles Schlechte. So, Lara ist fertig und wir gehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.